Hier sitzt einer, will was lesen, hat vor sich sein Lieblingsbuch. Leider fehlt ihm seine Brille, die er schon seit Stunden sucht. Der da wollte einen Knopf an seine Anzugjacke nähen, doch die Nadel fiel ihm runter und er kann sie nicht mehr sehen. Dieser hier sucht nach einer Münze für den Brauseautomaten. Diese drei haben ein Problem, das wir alle schon mal hatten. Es ist das Suchen, das Suchen nach etwas, das man finden muss. Das Suchen, das Suchen, das brachte jedem schon Verdruss. Hier steht einer, will sich waschen nach dem Spielen in der Stadt, sucht verzweifelt nach der Seife in dem großen, großen Bad. Der da sucht nach einem Freund, der sich hier irgendwo versteckt, denn das Spiel ist erst zu Ende, wenn er ihn irgendwo entdeckt. Der hier sucht nach einem Plätzchen für die Nacht, denn er will schlafen. Diese drei haben ein Problem, das wir alle schon mal hatten. Es ist das Suchen nach etwas, das man finden muss. Das Suchen, das brachte jedem schon Verdruss. Und hier ist einer, spät am Abend, sucht die Schlüssel für sein Haus, zieht beim Suchen Mantel, Jacke, Schuhe und auch Hosen aus. Der da hörte ein Geräusch, das ihn aus dem Schlaf hochriss, denn erst wenn er weiß, woher es kam, schläft er wieder ruhig und fest. Der hier sucht nach ein paar Worten, die ihm auf der Zunge lagen. Diese drei haben ein Problem, das wir alle schon mal hatten. Es ist das Suchen nach etwas, das man finden muss. Das Suchen, das brachte jedem schon Verdruss. Und wenn man schließlich, was man suchte, endlich wiederfinden kann, dann fängt beim ersten besten Mal bestimmt ein neues Suchen an. Es ist das Suchen nach etwas, das man finden muss. Das Suchen, das brachte jedem schon Verdruss. Es ist das Suchen nach etwas, das man finden muss. Das Suchen, das brachte jedem schon Verdruss.